Friday A Connected. Ja, Noemi, ich kann dich hören. Mein Name ist Noemi Ristau. Mit 12 Jahren verlor ich langsam meine Sehkraft. Mit 18 war ich dann fast blind. Heute bin ich die erste deutsche blinde Skifahrerin, die bei den Paralympics teilgenommen hat. Und die erste, die alleine mit 5G-Technologie die Piste heruntergefahren ist. Ohne Technologie und ohne die Menschen in meinem Umfeld wäre das alles nicht möglich gewesen. Durch das Skifahren bekam ich nach meiner Erkrankung zuallererst das Körpergefühl wieder. Aber das Skifahren bedeutet für mich heute vor allem Freiheit, Glücksgefühle und Lebensfreude. Und hopp! Meine größten Herausforderungen generell sind Flexibilität, Mobilität und Unabhängigkeit. Im Alltag sind das simple Dinge wie zum Beispiel Einkaufen, spontane Ausflüge oder Papierkram. Technologie macht mich unabhängiger und hilft mir, einen normalen Alltag zu leben. Kamera- und Vergrößerungs-Apps auf meinem Handy oder Laptop helfen mir dabei, selbstständig Mails oder Texte bearbeiten zu können. Ich denke, ohne meine Erkrankung wäre für mich das Skifahren ein Hobby geblieben. Aber als Blinde selbstständig und schnell die Piste herunterzufahren, stellt für mich eine ultimative Herausforderung dar. Ich könnte nicht Skifahren ohne Technologie und Konnektivität. Hallo, ich höre mein Lebensziel ist es, all das zu können, was ein sehender Mensch auch kann. Ich will so selbstständig wie möglich leben und in vielen Bereichen kommt es da auf Technologie an. Und ich glaube, dass Technologie auch den paralympischen Sport revolutionieren kann, gerade wenn es um Kommunikation geht. Je näher die Kommunikation an eine Echtzeitübertragung herankommt, desto schneller bin ich. Für mich ist Connected Chicane ein Weg, in dem sich Frauen ihre Träume gemeinsam erfüllen. Über die Verbindung mit meiner Guidin kann ich wieder selbstständig Skifahren. Für mich eine Verbindung, die zu mehr Freiheit führt und uns gemeinsam unsere Ziele erreichen lässt.